Ich sehe, haben Sie sich schon den Wein gemacht. Grüß Gott. Grüß Gott. Sie kommen also nur zur Kontrolle. Keine Angst vor dem Zahnarzt. Wenn wir Schmerzen haben, wissen wir, dass wir leben. Mund auf, bitte. Weit auf. Ja, sieht nicht so schlecht aus hier. Hier fehlt ein kleines Eck. Tut das weh? Ah, das ist eine Kleinigkeit. Gleich ist alles vorüber. Ja, ja, das kenne ich schon. Diese Kleinigkeit. Wissen Sie, ich bin sehr wehleidig. Manchmal muss mir sogar mein Friseur eine Spritze geben. In die Kopfhaut. Eigentlich auch bei Haare schneiden. Spritze? Aber ein Indianer spürt doch keinen Schmerz. Ich bin kein Indianer. Ich bin ein Lehrer. Lehrer? Günnecker heißen Sie? Nicht wahr, Professor Günnecker? Sie haben doch meinen Sohn in Mathematik. Sie waren schon so lange nicht mehr bei mir, ich hätte Sie fast nicht mehr erkannt. Dr. Rosleitner? Ja, richtig, da müssen Sie der Vater von Daniel sein. Ja, wissen Sie, ich kümmere mich nicht um die Schulangelegenheiten meiner Kinder, da ist meine Frau dafür zuständig. Wie geht's Ihnen denn bei Ihnen in Mathematik? Aufstehen bitte. Offen gestanden, nicht so besonders. Er ist mein Sorgenkind. Er steht auf einem glatten Fünfer. Leider. Sind Sie sich da ganz sicher? Er ist doch ganz geschickt im Umgang mit Zahlen. Ein Vierer müsste es doch allemal sein. Achtung, jetzt geht's ein bisschen an den Nerv. Ja, ein Vierer, wenn man es recht bedenkt. Er hat halt Lücken von der Volksschule her. Da kann er nichts dafür. Ein guter Vierer sogar, ein guter Vierer. Ja, mindestens ein Vierer. Und die Mitarbeit? Zählt denn die Mitarbeit überhaupt nicht? Müsste denn die Mitarbeit nicht auch in die Note schießen? Ja, das habe ich gar nicht bedacht. Sehr gute Mitarbeit sogar. Er zeigt jede Stunde auf. Ein Dreier wäre gerechtfertigt, ja? Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Danke, dass Sie mich daraus gebracht haben. Bin ich jetzt fertig? Fast. Aber ein Dreier ist doch so eine gewöhnliche, richtige, gehend ordinäre Note. Bei seinem schlummernden Talent wäre doch, von der Optik her zumindest, ein Zweier genau das Richtige. Finden Sie nicht auch? Ich habe mich vorher nur versprochen, ich meine natürlich einen Zweier. Ein Dreier wäre für einen Sohn eine Brüskierung. Sachlich vielleicht der Dritter, aber pädagogisch keinesfalls. Ich würde mich lächerlich machen. Ein Zweier, jawohl, ein Gut. Bitte geben Sie mir einen neuen Termin. Ich möchte nach Hause. Aber der Nerv liegt ja fast blank, den müssen wir sofort behandeln. Ein Riesenloch, viel schlimmer als ich dachte. Andrea, bringen Sie mir den Bleck und Decker, Sie wissen schon. Danke sehr. Ach, wissen Sie, wenn man als Jugendlicher so einen Zweier im Zeugnis stehen hat. Nein, ein Lumpenmann ist sehr gut, ein sehr gut. Mein bester Schüler seit Jahren. Ihr Sohn ist ein Talent. Und 2 Stunden nicht essen.